100 Jahre Naturfreunde St. Michael. Dieses runde Jubiläum verlangt nach einem Fest. Am 3. September wurde deshalb beim Naturfreundehaus in Wald am Schoberpass gefeiert. Rund 100 Personen, darunter Vertreter der Landesleitung der Naturfreunde Steiermark, Vinzenz Müller, von St. Michael Bürgermeister Karl Fadinger und Altbürgermeister Heinz Jungwirth, ehemalige Funktionäre und langjährige Mitglieder. Gestartet wurde mit einer Alpaka-Wanderung. Familie Tottner aus St. Stephan wanderte mit 4 Alpakas und unseren Wanderführerinnen Andrea und Nina mit einer Gruppe Kinder von Wald am Schoberpass zum Naturfreundehaus. Wie viel Arbeit war es, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Ja, es war schon ziemlich stressig, weil wir relativ kurzfristig das organisiert haben. Ich bin ja eigentlich im März erst draufgekommen, dass 1922 die Naturfreunde gegründet worden sind, also 100 Jahre. Jetzt war das sehr kurzfristig, die Organisation, aber es hat mit meinem Team super funktioniert, wie man sieht. Ja, früher haben wir eigentlich den Kinderskikurs immer gehabt, wo viel Jugend dazugekommen ist. Jetzt ist eher das Klettern. Ich habe ein junges Kletterteam, da kommen sehr viele Kinder dazu. Und auch 2 junge Wanderführerinnen, die Familienwanderungen machen. Und da kommt schon dann Jugend auch dazu. Aus der Montagwanderung ist auch immer für die Jugend, für die Kinder, die machen wir ja jedes Jahr. Also es passt. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Für die Kinder gab es Spielerstationen, Kinderschminken und eine Hüpfburg. Für die musikalische Umrahmung waren die Almrauschburm zuständig. Wie wird ein so großer Verein von der Gemeinde unterstützt? Ja, grundsätzlich möchte ich dem Verein einmal ganz herzlich gratulieren. 100 Jahre sind eine lange Zeit und vor allem Naturfreunde, ein Verein der Begegnung, der Liebe zur Natur, der Pflege zur Natur. Wie gesagt, den kann man nur unterstützen, so gut als möglich und ja, in der üblichen Form auch von natürlich finanzieller Unterstützung. Ja, dieses Schutzhaus da am Wald, am Schauerpass, ist aber so ganz was Großartiges. Man braucht sich noch umschauen, man ist mitten in einer gesunden Natur. Und das zeichnet die Naturfreunde ja schon vom Namen aus. Und ich möchte auch daran erinnern, dass auch immer der Ortsskitag hier stattgefunden hat. Und hier war natürlich dann auch im Winter immer das große Treffen. Die Siegesfeiern wurden hier veranstaltet. Also das ist hier ein Betrieb, Sommer und Winter. Die Vorsitzende Barbara Gamsjäger gab einen kurzen Überblick über die 100-jährige Vereinsgeschichte und würdigte die Leistungen ihres Teams und der ehemaligen Funktionäre. Im Jahr 1995 wurde anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums des Naturfreundehauses eine Baumpflanzung durchgeführt. In Erinnerung daran wurde ein Baum von dem ehemaligen Baumpaten Heinz Jungwirth und Hermann Wallis und dem ehemaligen Patenkind Bianca Eisner gepflanzt. Unterstützung erhielten sie vom Vertreter der Landesleitung Vinzenz Müller und Wolfgang Hochfellner von den Naturfreunden St. Michael. Herzlichen Dank an die Gärtnerei Reisinger, die den Spitzahorn gestiftet hat. Was hat sich gegenüber früher zu heute im Vereinswesen verändert? Naja, es ist heute so, dass wir als Naturfreunde Steiermark recht gut unterwegs sind. Es hat uns zwar die Pandemie ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber du musst als Naturfreunde die traditionellen
Sachen so wie Wandern, Bergsteigen, Radlfahren und Badeln, die musst du machen. Aber du darfst ja die neuen Trends, so wie sie eh nicht lang, aber kurzlebig daherkommen, für die musst du halt auch schauen, dass du immer Leute hast. Dass du immer am Laufenden bist mit der Zeit, mit dem Trend im Sportwesen. Und natürlich ist auch die Umwelt bei uns ein großes Thema. Und wir waren immer die, die was gesagt haben, dies und jenes ist einfach zu viel, das wird die Natur nicht vertragen. Aber da sind wir belächelt worden, großteils. Und heute wissen wir, wo wir stehen. Und man kann nur versuchen, das Ganze da noch zu retten, wo es zum Retten geht. Wie kann man die Jungen für die Naturfreunde begeistern? Ja, das ist ganz unterschiedlich, von Ortsgruppe zu Ortsgruppe. Es gibt Ortsgruppen, die haben damit kein Problem, dass die Jugend zu mir kommt, auch so wie da in St. Michael, viele Kids und Jugendliche dabei, das ist eine super Geschichte. Und oft einmal wird es halt von den Funktionären übersehen, weil sie halt glauben, sie machen das alles richtig. Und wird es oft übersehen, dass man junge Leute anspricht und dass man eben schaut, dass die zu mir kommen und dass man die zubelost. Vor allem auch zubelost zum Funktionärsstab. Die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft, 25, 40, 50 und 70 Jahre, wurde im Rahmen dieser Feier durchgeführt. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die Feuerwehr Wald am Schoberpass für ihre Unterstützung. Abschließend kann man sagen, es war ein gelungenes Fest und ein guter Start für die nächsten 100 Jahre Naturfreunde St. Michael. Sammeln sich die Liebhaber und Sammlerstücke aus längst vergessenen Tagen. Vieles, was nicht mehr passt oder einfach nicht mehr gefällt, findet hier einen neuen Besitzer. Es ist wieder Fetzenmarkt in St. Michael. Die Freiwillige Feuerwehr lud zum traditionellen Termin im September ein, bei Zeltfeststimmung, Händel, Bier und allerlei Süßes zum Kaffee. Wir haben jetzt 3 Tage haben wir gesammelt. Also vorher am Montag war Aufbau da im Volkshaus und dann haben wir 3 Tage gesammelt, wo wir ungefähr so 1100 Mannstunden und Fraustunden gehabt haben und ca. 500 Kilometer mit den Fahrzeugen zurückgelegt haben. Das ist ein herzlicher Dank an die Gemeinde, zum sagen, dass sie uns mit den Urhof-Mitarbeitern und Fahrzeugen unterstützt. Pünktlich um 9 Uhr startete dann die Versteigerung der Fahrräder, bei der heuer besonders viele Fahrräder und auch E-Bikes dabei waren. 40? 50? 55? 55? 55? Die waren sehr froh. Manche haben den Keller voll angestopft, die was nicht so mobil sind. Und das war ja bekanntlich jeden Montag da beim Bauhof zum Entsorgen. Und die, was nicht so mobil sind, die haben das natürlich zu Hause gelagert und waren immens froh, dass wir da das verräumt haben. Durchschnittlich so zwischen 20 und 30 Leute alle Tag. Wir müssen auch sagen, das fährt die Gemeinde, Mitarbeiter fahren da auch mit einer Fahrzeuge. Dadurch wird auch der Bauhof entlastet und dann, das, was bei einer anfällt, so uns mitgeben können und das ist eigentlich so für die Gemeinde und für die Feuerwehr eine Win-Win-Situation. Und wir haben die Sammlerei und die Arbeit heute halt und wir haben dann da am Samstag im Fetzenmarkt, wo wir das Wertvollere noch wieder verkaufen können und ins Feuerwehrbudget zuschießen können und da wird natürlich auch die Gemeinde ein bisschen entlastet. Und Schätze waren genug dabei.
Spielsachen, Schuhe, Winterausrüstung, Trainingsgeräte, Bücher, Bekleidung, jede Menge Staubfänger und auch Dessous-Stücke. 10 Uhr, Ansturm auf die säuberlich sortierte Verkaufsware. Der Qualität, wie er dargeboten wird, als St. Michaela Herbstmesse bezeichnen, weil wirklich unglaublich großartig sortiert wurde, aufbereitet wurde. Und dabei möchte ich gleich der Feuerwehr St. Michael, allen Kameradinnen und Kameraden, aber auch deren Partner und Partnerinnen, die hier auch tätig sind, ganz, ganz herzlich danken. Eine großartige Sache. Es dient der Entrümpelung, es dient, wie gesagt, der Vermittlung von hohen Qualitäten in verschiedenster Form und, was immer wichtig ist, es kommen die Leute zusammen. Ja, ich finde immer was, du siehst, es ist speziell da bei der Keramik, haben sie großartige Sachen überall, ja, und die kannst du dann auch nicht lassen, ich nehme immer was mit. Der Fetzenmarkt ist ein Projekt für Nachhaltigkeit und Wiederverwertung und schont zumindest unsere Rohstoffe. Irgendwer kann immer etwas gebrauchen. Und wer heuer keine Ausrüstung für den nächsten Skiurlaub ergattern konnte, weil die Preise ohnehin schon hoch genug sind, der steckt seine Ziele etwas tiefer und geht heuer mal Schlitten fahren. Ein neues Einsatztrainingszentrum entsteht in St. Michael, das für rund 1000 Polizisten aus 5 Bezirken zum Trainings- und körperlichen Weiterbildungszentrum wird. Die offizielle feierliche Spatenstichfeier wurde durch eine Abordnung der Steirischen Polizeimusikkapelle eröffnet. Bürgermeister Karl Fadinger begrüßte die hochrangigen Politiker und Polizisten, die zum Spatenstich angereist waren. Wie weit ist es für St. Michael eine Bereicherung, dass dieses Trainingszentrum hier gebaut wird? Es ist Belebung für St. Michael. Also diese Trainingszentren sind, wie wir schon gehört haben, heute sehr wichtig für Österreich und natürlich auch für die Region, für das Bundesland Steiermark und diese Region Bezirke oben. Und grundsätzlich bedeutet es Stabilität der Polizei, das heißt Sicherheit. Und ich erwarte mir auch dahingehend, wie wir schon heute gehört haben, 1000 Polizisten werden hier jährlich ausgebildet, weitergebildet, schon auch eine wirtschaftliche Belebung. Wenn heutzutage etwas gebaut wird, gibt es immer Gruppen, die dagegen sind. Gab es seitens der Bevölkerung Einwände zum Thema Einsatztrainingszentrum? Interessanterweise nicht. Der Bau Herr solches ist ja der Herr Josef Höller, das ist in dem Sinn die Höller Holding GmbH, personifiziert durch den Herrn Josef Höller, wie schon gesagt. Und der hat von vornherein Kontakte aufgenommen mit der Nachbarschaft und dahingehend hat es keine Probleme gegeben. Nicht nur die Sicherheit des Landes, sondern auch der Polizisten wird dadurch wesentlich erhöht, so die Meinung des Innenministers Gerhard Karner. Es wurde geschildert, was hier gelehrt wird, was hier gelernt wird und welche einsatztaktischen Maßnahmen hier ausgebildet werden. Es ist das dritte Einsatztrainingszentrum, es wurde gesagt, durch Wagner und Graz, jetzt hier in St. Michael. 1000 Polizisten und Polizisten, die hier geschult werden. Ausbildung ist ein wichtiger Schlüssel dafür, dass sich die Polizei als lernende Organisation weiterentwickelt und verbessert. Dient dieses Einsatztrainingszentrum dieser Wertschätzung?
Die Polizei hat oft sehr schwierige, gefährliche Aufgaben. Und da ist es wichtig, dass die Polizei entsprechend gut ausgebildet hat und gut ausgestattet ist. Und dieses Einsatztrainingszentrum dient dazu, die Ausbildung am Stand der Technik zu halten. Da geht es um Einsatztaktische, da geht es um Schießtraining, viele Bereiche, die notwendig sind, in diesem oft schwierigen und gefährlichen Beruf auch best vorbereitet zu sein. Und daher ist das ein enorm wichtiger Schritt für die Sicherheit in der Region, für die Sicherheit in der Steiermark, aber auch für die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Sicherheit der Polizei. Meinen Informationen nach wird in allen Bundesländern ein Einsatztrainingszentrum gebaut. Wie weit ist das schon umgesetzt? Wir sind mitten dabei. Das ist Teil der Modernisierungsoffensive, die wichtig ist, wie ich gesagt habe, für die Ausbildung unserer Polizistinnen und Polizisten. Es sind die Sicherheitslagen einfach da anders, wie sie vielleicht vor 20, 30 Jahren waren, wenn ich an Terrorlagen oder Ähnliches denke. Und das ist wichtig, dass wir in ganz Österreich gleiche Ausbildungsstandards haben. Und wir haben die ersten solcher Trainingszentren schon eröffnet. Und es werden in allen Bundesländern, in allen Regionen solche Trainingszentren kommen. Nach welchen Kriterien wurde der Standort St. Michael ausgewählt? Nun, ich glaube, die Polizei hat das natürlich nach der zentralen Lage von St. Michael und der verkehrsgünstigen Lage beurteilt. St. Michael liegt hier sehr gut und das Einsatztrainingszentrum passt hier genau zwischen Autobahn und Eisenbahn. Wie hoch ist die Beteiligung vom Land Steiermark, dass das Trainingszentrum hier gebaut wird? Das ist natürlich ein Projekt des Bundes, also des Innenministeriums, aber das Land freut sich sehr, dass wir nun ein drittes Einsatztrainingszentrum der Polizei haben, weil es für das Land wichtig ist, eine gute Aus- und Weiterbildung für unsere Polizistinnen und Polizisten zu haben, um die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer zu gewährleisten. Unter den Klängen der Polizeimusik erfolgte nun der Spatenstich für das Einsatztrainingszentrum. Ich hoffe ebenso auf eine unfallfreie Baustelle. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr einander hier wieder treffen und dieses Einsatztrainingszentrum dann eröffnen können. Herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. Christi, von der vierten Etappe des Dürren Iron Trails. Wir wandern von Wald am Schoberpass über den Zeiritzkampel, den höchsten Punkt des Dürren Iron Trails, nach Radmar.
Wir sind hier im Zentrum von Wald am Schowerpass und nun beginnen wir mit den Bergetappen des Styrian Iron Trails. Die ersten 650 Höhenmeter bergauf führen einerseits über Forststraßen und andererseits ein bisschen über steilere Steige im Wald. Und dann kommt man hierher und das ist die verfallene Brunnebenalm. Das ist ganz ein spezielles Platzl, denn einerseits haben wir die ganzen Gipfel der Seckauer Tauern vor uns und andererseits kann man da richtig eine gemütliche Pause machen. Über aussichtsreiche Wege geht es dann etwas gemütlicher bergauf, aber stetig bergauf, bis wir hierher kommen zum Enzianboden. Und der Enzianboden wird gerade jetzt im Juni seinem Namen gerecht mit diesen wunderschön blühenden Enzian. Und wir sehen da jetzt unser Tagesziel sozusagen, unseren höchsten Gipfel für die heutige Etappe, den Zeiritzkampel. Und da geht's jetzt weiter. Es sind ja nur ein paar Höhenmeter jetzt da bergauf zu diesem Übergang, das Antonikreuz. Vom Antonikreuz sind mehrere Wege weg. Wir gehen ja da jetzt hinauf weiter zum Zeiritzkampel. Da führt der Styrian Iron Trail. Wer sich das aber nicht zutraut oder wem das Wetter einfach ein bisschen zu schlecht ist, der hat hier die Möglichkeit, direkt über die Seekaralm runter in die Radmar zu gehen. Der weitere Anstieg ist sehr getragen. Wir gehen über einen Steig rauf. Einerseits gut markiert und auch gut sichtbar. Und es geht aussichtsreich über diese blühenden Almböden jetzt dahin. Der letzte Teil hierher bis zum Gipfel, da sind wir auf einem Grat unterwegs, ist aber auch jetzt gut zu gehen, sicher zu gehen. Und dann kommen wir hierher zum Gipfel des Zeiritzkampels. Und da stehen wir jetzt gleichzeitig am höchsten Punkt des Styrian Iron Trails auf 2125 Meter. Und das genießen wir jetzt. Der Abstieg vom Zeiritzkampel entlang dieses Grates ist wirklich ein Traum. Wichtig ist nur, dass du trittsicher unterwegs bist und wenn es nass ist, dann besondere Vorsicht. Es sind im Prinzip zwei Steilstufen, die man bewältigen muss. Und dann ist man schon da bei dem Brunnecksattel. Das ist der Passübergang. Und da halten wir uns jetzt links Richtung Finstergraben. Durch den Wald bergab geht es dann auf einen Steig, wo wir zwischendurch sehr schöne Ausblicke auf das Kaiserschild haben. Am Talboden angekommen, folgen wir doch einige Kilometer den Finstergraben, bis wir hierher kommen in das Zentrum von Radmar an der Stube. Und da freuen wir uns jetzt auf einen gemütlichen Abend und auf die morgige fünfte Etappe des Styrian Iron Trails. Bis dann! Thank you.